Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Pierre Marc und willkommen zurück zu Mario & Luigi zusammen durch die Zeit. Wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, zusammen die Statuen zu aktivieren. Diese noch nicht, weil wir sind gerade mit Baby Mario und Baby Luigi da unten. Unten rechts. Wir stellen uns am besten mit den zwei Kleinen. Doch nicht unten rechts. Jetzt aber. Stellen uns mit den Kleinen am besten gleich hier hin. Dann machen wir mal hier. Und den da. So, und dann haben wir 10 Sekunden Zeit, den hier zu aktivieren. Zum Glück stehen die Babys auch schon bereit. Und wir haben hier ein paar Laserstrahlen aktiviert. Super toll, oder? Oh, das haben wir übersehen. Da brauchen wir die großen... Dann bräuchten wir die Erwachsenen, aber... Ja. Ich glaube, so wichtige Items würden da nicht drin sein. Habe ich das Ding da eigentlich schon genommen? Wahrscheinlich. Die eine Bohne, was da vergraben war. Naja. Auf die eine Bohne kommt es nicht an. Ich will einfach nur den Erfahrungsorden auf jeden Fall haben. Jo, runter müssen wir. Ja, der Erfahrungspunkt ist stark erhöht. Und gibt es dann nicht noch einen anderen Orden, den ich unbedingt brauche? Kann sein. Ich erinnere mich gerade nicht, aber wir sind sowieso nicht im Schloss. Da können wir mit unserem Wissen sowieso nichts anfangen. Pam! So! Auch mal Laserstrahlen bitte. Die treffen sich jetzt hier. Und das Ding... zerbricht. Ich dachte eigentlich, er schmilzt dann nachher, aber nein. Zerbrechen ist auch okay. Dann können wir langsam aber sicher nochmal hier runter. Und ein paar kleine Kämpfe hier absolvieren. Oh, was war das jetzt? Zusammen mit den Babys. Ist doch nicht draufgesprungen. Ja, das passiert auch ab und zu. Das auch. Okay, also unseren Bart haben wir schon ganz gut aufgelevelt. So, dann da rein erstmal. Unsere 100 Münzen. Auch oder nicht. Ah, so fahren wir die Kanone ab, oder wie? Okay, ja, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Danke, dass du uns ein bisschen entgegenkommst. Mr. Pokey. Sehr aufmerksam von dir. Hat man beim anderen gebraucht. Oder auch nicht. Reicht. Die Babys sollten dann mal Level Up werden. Noch nicht jetzt. Diesmal landen wir direkt auf ihm. Super dort zu erreichen bei den zwei. Und dann Wasser. Komm, was Schönes. Monapilz und dann noch gleich Level Up. Oh, schade. So, hier ist nichts mehr. Ich bin gerade überfragt, wie man da raufkommt eigentlich. Nicht das Ding, sicher nicht. War wahrscheinlich etwas in der Nähe und ich habe es einfach übersehen. Ach, da oben können wir ja noch nicht hin. Wir können erstmal zurück und den Schalter hier aktivieren. Da oben waren wir schon überall. Jupp. Dann sehen wir mal, was hier oben ist. Ah. Da schließt sich uns wahrscheinlich ein anderer Eingang. Mit anderer Eingang meine ich eine Münze.
Und natürlich ein paar Superpilze. Und nochmal 40 oder 50 Münzen. Ich bin schlecht im Zählen. Oh, roter Pfeffer. Den gab es ja auch. Stimmt. So, da kann man einen Bruder herbeirufen. Den brauchen wir aber nicht. Weil sie schon da sind, natürlich. So habe ich das gemeint. Na dann. Marmita, ihr Jungs habt tatsächlich den Eingang gefunden. Da brat mir einen Lakitu. So. Aber eines habe ich gesagt. Prinzessin Shroop wird jeden Moment hier aufkreuzen. All die Shroops haben sich auf der anderen Seite der Wand versammelt. Lasst uns mal einen Blick durch eines dieser Fenster riskieren. Junge, seht sie euch nur an. Was für ein Haufen Shroops. Ja. Ah ja. Was haben sie wohl zu sagen? Prinzessin Shroop heißt das wahrscheinlich. Drei Buchstaben. Da jubeln ja auch alle schon zu. Ja. Still. Puh. Was für eine krasse Rede. Wird man natürlich durstig von. Prinzessin Peach, was tun sie nur mit dir? Mit euch, wenn es eine Prinzessin ist. Help me. Werft sie rein. Hast du es wahrscheinlich? Werft sie rein, na toll. Das ist aber nicht nett. Was sagen Mario und Luigi dazu? Ah! Ah ja. Okay, los geht's. Was ist hier drüben? Schätze mal, ich muss sie verfolgen, aber hier. Eine Münze, ein Supertower. 10 Münzen, 20 Münzen, ob sie ein Tariffangriff worden. Was? So viele neue Worten. Jetzt aber. So, dann holen wir uns hier noch ein paar Münzen. Upsi. Ah, ich hüpfe immer zu schnell, weil wir das im Kreis machen. Ich habe das immer im Kreis gemacht, glaube ich. Halt irgendwie schnell drücken. Okay. Vielleicht ist die Technik doch nicht so. Ist die Technik schon überholt jetzt mittlerweile. Kann man gut vorstellen. Ja, das hilft aber leider nicht viel. So. Darf ich da durch? Achso, wahrscheinlich als Ball. Dann machen wir unseren Wirbelsprung.
Perfekt. Wo sind wir hier? Ups. Unsere Babys brauchen wir dabei sowieso noch nicht. Upsi. Da bin ich mir ein bisschen versprungen. Na dann. Kronengeballer mal 3 und frische Wurzeln. Bohnen und so ein Lichtschalter wieder. Wo werden wir den brauchen können? Hier vielleicht. Darum ist dann der Knopf. Verstehe. Was, Mario? Also. Ja, das Teil holen wir uns natürlich. Was? Ernsthaft? Der wird hier reingeflogen. Ich dachte, ich gehe doch ein bisschen, damit ich dann weiter bin gleich. Warum gehe ich noch weiter, anstatt dass ich einfach mal den Dings druck? Also was ist jetzt? Mario, okay, gut, dann schaue ich halt auch mal ab zur Abwechslung. Stabile Sohren, okay. Da oben war noch was, oder? Geht's hier vielleicht sogar weiter, oder? Luigi, du bist dran. Lange Hosen, Unterpilz. So viel tolles Zeug. Da so was Gutes drin war, nee. Da bauen wir die Hexe nochmal ran. Ja, kommst mal runter. Müssen wir etwa gleich gegen die Piranha-Pflanze kämpfen? Nehme ich einfach mal an, darum spreche ich ganz kurz. Soll ja auch nichts schief gehen. Luigi, alles okay? Oh, oder so. Jaho! Okay, na dann. Was machen wir gegen dich, hm? Ich schau mal, ob das alles so passt. Jo, passt alles unter der 90 Schaden. Dann schau ich mal, wie es mit Taschen war aussieht, denke ich. Viel wir da anrichten können. Elf und 4. Mhm. Müssen wir das heute öfters treffen? Okay, das dauert einfach länger.
Schauen, ob ich wirklich viel mehr Schaden damit machen kann. Wenn nicht, dann kann ich mit den... Mario Luigi! Also. Ich rate einfach jetzt immer nur. Okay. 193 waren es vorher. 228 und das dauert einfach viel länger. Was heißt das nochmal? Ich darf nicht auf die Farbe achten, sondern auf den Buchstaben. Okay, ja gut, dann. Was ist jetzt? Ja, es kommt ein Geballer, aber ist ziemlich schnell. Macht auch richtig viel Schaden. Richtig drücken nicht vergessen. ...150 diesmal nur. Ich will dann halt nicht mit Luigi besiegen. Das macht auch ziemlich viel Schaden. Also, zuerst Luigi, dann Mario. Dann Luigi. Kann man eigentlich auch mit beiden springen, aber... Oh. Oh, ja. Es geht auf Mario, 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 Luigi. Also wann? Wann jetzt da? Ah, Luigi, Luigi, Mario, ernsthaft? Ach, der vertauscht das. Ah, okay, dann werden das andere Pilze. Oh, Entschuldigung, Luigi, ich kann dich gerade nicht heilen, das musst du denn machen. Warum hat das jetzt gerade eigentlich so wenig Schaden gemacht? Haben wir einen Toll vorher bekommen? Das habe ich ganz verpasst. Dann haben wir doch einiges mehr Schaden gemacht. Ja, war wahrscheinlich ein Toll dabei vorher. Okay, dann nehme ich mit dir... Frischwurzen. Alles wieder okay. Luigi. Mario. Luigi. Mario. Also mit Luigi anfangen. Upsi. Ja gut. Kannst du noch schneller werfen. Recht super. Ah, das mit Hammer auch noch. Wen geht das jetzt? War alles irgendwie oben, oder? Ach, das wandelt einfach alles um. Okay. So. Reicht das jetzt bitte? Auch ja, mit A muss ich drücken. Entschuldigung. Das war der Fehler. Bestätigt da die ganze Zeit nichts. Okay. Wer ist daran Folge? Komm, stirb bitte. Ich will viel mehr EP haben. Perfekt. Dann schauen wir mal, wie sich das jetzt auswirkt. Okay. Für einen Gegner 180 nur. Aber gut, nehme ich auch mal so hin. Puh. Hier ging so ein Hammerangriff, der den Boden aufbricht. Ich kann natürlich nichts tun. Toll, ja gut. Passt, alles völlig normal. So. Immer ein Feuer auszumachen. Upsi. So, da reicht natürlich ein Ding. Und dann einfach noch Hämmer, oder wie? Schön. Kommen wir da trotzdem mit allen hin.
Jo. Hey, dies ist ein geheimer Monty-Markt für Eingeweihte. Seht euch nur all die Items an. Items finde ich zwar nicht so prickelnd, aber okay. Verkaufen will ich eigentlich auch nichts. Was meine Hosen vielleicht? Lange Hosen, die nicht funktionieren. Na gut, Moment mal. Ich will eigentlich kurz schauen, ob es bessere Hosen gibt. Nun kommt schon, ihr habt unsere Wand eingerissen. Da verlangt es schon die Höflichkeit, dass ihr euch mal unsere Ausrüstung ansieht. Okay, das wollte ich eigentlich. Heiße Hosen, ja. Was machen die? Die Verteidigung ziemlich stark senken und einfach nur den Angriff um 20. Angriff um 20 steigern, Verteidigung um 70 circa. Herunter, nein, das gefällt mir nicht. Enge Hosen, die machen alles höher. Und außer Verteidigung halt wieder Uhr runter. Das finde ich nicht so prickelnd. Nö, da habe ich leider schon bessere Leute. Berserkerorden. Tu mir nix, Orden. Erhöht Verteidigung. Salum, bist du ohnmächtig? Krass. Ja, das gefällt mir eigentlich auch alles nicht. Jetzt muss ich mal noch die anderen Hosen anschauen. Ob die mir was bringen. Ja, ich schaue mal auf die Items. Ernsthaft? Für die Erwachsenen habe ich nur lange Hosen. Die langen Hosen geben die Verteidigung um 10 runter, für Geschwindigkeit und Bart höher. Ich weiß zwar nicht, wie die Hosen das machen, aber... will ich eigentlich nicht haben. Nee, auch nicht. Und das ist genau dasselbe für die Kleinen. Nee, die brauche ich nicht. Orden, was haben wir da? Sei gegen alle Statusveränderungen gefährdet. Das ist natürlich gut. Halt dann super. Es muss verweilen im versteckten Zustand, bis du einen Treffer einsteckst. Hm, ja, das ist eigentlich ganz gut. Pilz statt Pilzorden für einen Luigi. Dann macht er mehr Schaden, bis er das erste Mal getroffen wird im Kampf. Den brauchen wir nicht. Nee. So, dann muss ich einmal noch mit euch reden. Damit ich mein überschüssiges Zeug verkaufen kann. So, geheime Jeans, lange Hosen. Ich brauche beide einmal. Die sind auch nur wenig wert darum. Der ist auch nur wenig wert. Na ja, gut. Dafür, dass er so wenig wert ist, habe ich in höchsten Tönen gerade von dem geredet. Aber na gut. Das weiß ich ja noch nicht, wie der sein wird. Okay. Was haben wir da alles für Wege? Werden wir gleich sehen. Erstmal speichern wir und machen dann im nächsten Part weiter. Das war's erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weg. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Also tschüssi!